Wir stehen heute Deutschland und Frankreich vor gemeinsamen Herausforderungen, vor der gemeinsamen Herausforderung, unsere Länder und die Europäische Union in eine sichere und erfolgreiche Zukunft zu führen. Wir stimmen uns dabei über viele gemeinsame Schritte ab und Deutschland und Frankreich gehen, wo immer das möglich ist, diese Schritte auch gemeinsam zum Wohle unserer beiden Länder, aber auch zum Wohle Europas. Und das ist genau der Geist, den ich mir erhoffe und den ich glaube, den es auch geben wird, in dem die Zusammenarbeit mit dem neu gewählten Präsidenten Emmanuel Macron stattfinden wird.